Moin moin, da bin ich wieder. Ich begrüße euch recht herzlich zu The Last of Us. Mal wieder, was auch sonst zur Zeit. Ich freue mich drauf, weiter zu zocken, denn das Spiel macht echt eine Menge Spaß. Moin Paula. So, wir machen direkt weiter. Hinweis an euch, wenn ihr irgendwas nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne unten auf meinem YouTube-Account gucken. Denn da sind alle Teile jetzt hochgeladen. Es sind insgesamt 14 oder 15 Teile, knapp 12 Stunden. Also wenn ihr mal eine schlaflose Nacht habt und Langeweile und vielleicht was noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch gerne da die anderen Teile angucken. Gut, machen wir weiter. Hydroelektrischer Damm. Jetzt bin ich ja gespannt. Da fällt mir gerade noch was auf. So, ob ich auch den DLC habe? Ja, der ist hier mit dabei bei der Remastered Edition. Den werde ich dann vielleicht auch noch spielen. Der soll ja auch sehr, sehr gut sein. Okay. Gestern die Episode ging ja mit einem echten Paukenschlag zu Ende. Das war ja richtig krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Henry, nee, Sam wurde von einem Zombie gebissen. Ellie und Sam haben abends noch ein bisschen miteinander gequatscht. Sam hat ihr das nicht verraten. Und am nächsten Morgen sollte Ellie Sam wecken. Und Sam hatte sich schon verwandelt, hat sie angefallen. Und Henry wollte erst verhindern, dass Joel hier Sam erschießt. Hat Sam dann selbst erschossen und wirkte dann. Ja, leicht aufgebracht, verständlich, zielte auf Joel und zog die Pistole wirklich im Sekundenbruchteil an seine Schläfe und hat abgedrückt. Also es war krass. Das habe ich nicht kommen sehen. Also das war schon echt heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, vielleicht, dass sie noch länger unterwegs sind oder dass sich halt die Wege trennen oder irgendwas, aber das kam so unvermittelt. Das war mies. Es gibt kein vergleichbares Spiel, das so awesome ist. Ich finde es bis jetzt auch super. Also, bin auch schon am Überlegen, ob mir irgendwas einfällt, was ähnlich so gut ist. Muss ich hier runter? Wahrscheinlich. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Da habt ihr recht. So much for this road. Oh. Just follow the river. It'll lead us straight to Tommy's. Wir kommen direkt zu Tommy. Ach so, wir sind auf dem Weg zu seinem Bruder. Okay. Nice. Ja, also die Spielzeit, das ist ganz groß. Oh, was ist denn das hier? Cool. Spielzeit ist super. Also, dass das Spiel so lange geht, ist richtig geil. Da hast du in der Zeit kannst du zum Beispiel drei Call of Duty-Teile durchzocken, die man braucht, um das hier durchzuspielen. Wow, noch eine neue Waffe. Du warst danach von Singleplayer-Spielen oft enttäuscht. Das kann ich sogar verstehen. Shit, ey, was ist denn los? Wo ist denn meine ganze Ausrüstung hin? Ich hatte doch noch mehr, oder nicht? Ist ja voll der Bullshit. Soll ich hier irgendwas machen? Reduziert Fertigungszeit, das ist doch totaler Quatsch. Das spare ich mir dann lieber. Aber so richtig geil ist meine Ausrüstung nicht. Also ich hätte zumindest ganz gerne eine Heilung. Super, das Zielfernrohr kannst du eigentlich auch knicken, oder? Naja. What happened between you two? What do you mean? You and Tommy. You're not together, so clearly something went down. We just had a bit of a disagreement, Zurecht. That's all.
Ah, here we go. So what was it about? Tommy saw the world one way, I saw it the other. And that's why he joined the Fireflies. Yeah, your friend Marlene promised him hope. That kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. How was it? The last time you saw him? I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Okay. But he's gonna help us? I suppose we're gonna find out. Well, with or without his help, we'll get there. Let's just keep going. So. Sieht nicht so aus, als würde es da weitergehen, doch. Verdammt, gehen wir mal hoch. Vielleicht habe ich da was verpasst. Ich will ja nichts verpassen. Irgendwo liegt da bestimmt noch ein geiles Item oder so. Kann ich dir nur voll zustimmen, Flamingo. Battlefield braucht keinen Singleplayer, das will kein Mensch. Und viele andere Spiele brauchen keinen Multiplayer. Also auch bei The Last of Us, der soll ganz gut sein, der Multiplayer, aber den brauche ich nicht unbedingt. Oder bei Dead Space brauche ich auch keinen Multiplayer. Ach so, toll. Das hat sich wieder zusammengeführt, ja. Dann lieber die Kräfte auf eins von beiden konzentrieren und das eine richtig gut machen, als so ein halbgarer Mist. Freu dich auf was Tolles, was sie... Ey, bitte nichts spoilern, ja? So, das geht noch. Oh, dann komme ich schon wieder. Cool. Fremdelement. Buch 5. Wo diese Comics hier überall rumliegen, faszinierend. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Alan Wake, also dieses... Ja, Rocky Mountains, Flair, erinnert mich ein bisschen an Alan Wake gerade, muss ich sagen. Ja, mehr Spiele mit Koop wäre auch super, das stimmt. Couch-Koop bevorzuge ich da, ehrlich gesagt. So viel Spaß, das auch online macht, aber es ist schon nochmal eine Ecke geiler. Wenn dann Kumpel oder Freundin oder wer auch immer neben dir sitzt und man dann Koop zocken kann. Whoa, was? Right there's a hydroelectric power plant. A hydro who? It uses the river's movement and turns it into electricity. How does it do that? Look, I know what it is, I don't know how it does it. All right. How are we getting across? Nicht da drüber. Ha, ich hab noch ein Messer. Super. Alright. There you go. Pfeile, geil. Hat sich doch gelohnt. Kann ich jetzt noch was bauen? Heilung, yeah. Alan Wake fand ich auch super. Also Alan Wake war ganz groß. So rein von der Story und der Erzählung her mein Lieblingsspiel von so der letzten Konsolengeneration. Obwohl The Last of Us hier schon ziemlich geil ist, aber ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Deshalb kann ich dazu ja noch nichts sagen. Ja, wie kriegen wir das andere? So. Fuck it, hier kann ich doch nicht schwimmen. Könnte mich veräppeln. Mit der scheiß Strömung hier. Nichts. Doch da. Da, verdammte Axt. Wieder so ein blödes Floß. Moin Kronka, moin moin.
kriege ich denn das da raus? So richtig was machen tut er jetzt nicht, wenn ich da Dreieck drücke. Er hat leider auch nicht besonders lange Luft, aber ich hätte wahrscheinlich auch nicht mehr Luft so unter Wasser. Ja, okay, und jetzt? Ist doch Bullshit. Moin, Mivrox. Moin, moin. Eieiei. Zum Glück habe ich mir einen leckeren Tee gemacht. Geht doch, warum denn nicht gleich? Okay. Dein erstes Cosplay, was hast du dir denn ausgedacht? Beziehungsweise beschneidert? Na komm, Kleine. So, und jetzt lasse ich das Ding los und sie treibt hier runter. Ja, Prost Mahlzeit. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wo ich sie hinbringen soll. Ich dachte, vielleicht du hast eine Leiter. Blöd. Wirklich da dran? Nee. Ach doch, hier. Jetzt sehe ich's. Die Strömung ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Also ich würde da nicht schwimmen wollen. Ichigo Kurosaki aus Anime Bleach. Oh, Bleach habe ich auch früher geguckt, aber das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Ichigo, wer war denn Ichigo? Ichigo war der Mensch mit den orangenen Haaren. Der Hauptcharakter. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Jo. Awesome! Gute Arbeit, Kleine. Was haben wir denn hier noch? Tape. Oh. Da ist wohl ein Kind gestorben. That's too small. Great. I've got to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? What? I want to talk about it. No. Why not? How many times do we need to go over this? Things happen, and we move on. It's just... That's enough. All right. I'm sorry. Let's get to Tommy's. Haben sie die zwei also noch begraben? Shit, hätte ich hier rüber gekommen? Über den Baum. Fuck, muss ich nochmal zurücklaufen. Nützt ja alles nichts, aber ich will schließlich nichts verpassen. Genau, ja. Bleach fand ich früher auch super, aber irgendwann, das habe ich mit meiner damaligen Freundin immer angeguckt und dann, war sie nicht meine Freundin und dann habe ich es auch nicht mehr angeguckt, weil. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Interesse auch daran verloren. Nee, ich kann nicht hier rüber, toll.
Aber das war schon ganz lustig. Ja, Joel, könnte ich so vom Bartwuchs her herkriegen, aber ich habe mich heute rasiert. Ne? Und leider müsste ich mir dann auch eine Perücke aufsetzen. Sonst würde das auch nicht so glaubwürdig kommen, oder? Er hat ja auch ein neues Hemd an, verdammt. Hätte ich das gesehen? Ach shit, wenn der Greenscreen nicht im Weg wäre, hätte ich jetzt mal gucken können, ob ich sowas habe, naja. I know, I am too. All right, next squirrel I see, I'm totally shooting it. If it has this place, then we can scrounge up some food. Well, if I starve, you're responsible. Das nächste Eichhörnchen. Ja, brutal. So. Schon wieder hier. Das ist aber auch so ein Spiel, wo ich eigentlich gar nicht so richtig mich beeilen will, weiterzukommen, sondern ich will irgendwie jeden Moment genießen. Das gibt's nicht so oft bei Spielen. Für mich zumindest. Aber das ist wirklich so ein Spiel, wo man jeden Moment. Oder wo ich jeden Moment jetzt doch gerne genieße. Yeah, ain't no way around. Gonna have to cut through the plant. Wir müssen durch die Fabrik, ja, ist klar. Weil ein Kraftwerk auch eine Fabrik ist. Hm. Oh scheiße, noch so ein blödes Humvee hier. Karte des Kraftwerks. Wyoming sind wir jetzt, okay. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir müssen ja irgendwo beim North Tatendamm sein. Und wahrscheinlich dort, wo der Fluss an diesen orangenen Dingern vorbeiläuft. Die orangenen Leitungen, das sind Stromleitungen, Straßen, okay. Hm. Nützt jetzt leider nicht so viel. Die undurchdringliche Busch des Todes. Kriegen wir das einfach so auf? Oh toll. Hey, das ist doch Tommy. Tell the girl to drop hers now. Ellie? Who is the lady says? Das war doch Tommy hier links. Hey. Please tell me you're lost. We didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. Well, that's Tommy. He's my goddamn brother. Na klar. Ha! Hab ich doch gesagt, holy Mensch. How you doing, baby brother? Goddamn. Cool. Let me look at you. Familienzusammenführung. You're fucking old. Easy. It won't happen to you, too. This is Maria. Be nice to her. She sort of runs things around here. So what's the ma'am? Thanks for not blowing my head off. Would have been embarrassing, considering you're my brother-in-law. We all got to get wrangled up at some point. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? That's kind of a long story. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Immer. Starving. Wie hält denn er die Knarre? False alarm! They're friendly. We've been dealing with raids. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich Freunde sind. What the hell are you doing here? I thought I'd find you. Sie haben sich nicht umsonst gestritten. We had it working before. One of the turbines went south. We have electricity, Joe. I had.
We'll get her running again. Es gab hier Strom. Oh, cool. We got a whole lot of them. Hey, Tommy, give me a hand with this. Sorry, I'll be right back. Cool. Can I? Yeah, of course. He likes when you cut his ears. You ever ride one? I actually have. Ja, sie ist schon mal geritten. When have you ridden a horse? Winston, this soldier back in the zone. He gave me lessons. You know, if you want, we can take him riding later. That'd be awesome. Da kann ich das Pferd begrapschen. Hey, thanks, Tommy. No sweat. All right, let's continue the tour. Wo grapscht er dem Pferd hin? Am Arsch, na klar. Earl? Yeah? Why are you here? Weren't you supposed to head back this morning? Faszinierend. Der alte Perversling hier. We'll be fine. Just go home to your family. Pferdegrapscher. Just a couple more hours. I'll tough it out. All right. Look, take it easy. Aber hier, ne? Apokalypse, aber vorbildlich mit Bauhelm. Mhm. Sicherheit am Arbeitsplatz wird hier noch groß geschrieben. Das ist vorbildlich. Da kann man jetzt nicht meckern. Warum du das damals in deutscher Synchro gespielt hast, Flamingo? Tja, das weiß ich auch nicht, aber ich hatte es ja auch erst in Deutsch gespielt. Englisch ist halt schon geiler. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Go with Maria. It's important. Come on, Ellie. Let's give the boy some space. I'm sending Tommy over. Stand by. Sogar Funkgeräte haben sie. This will be the sixth time of them trying to get the turbines back online. Sechste Mal. We've been here just a week. It feels like forever. So, lasst da einmal einen Profi ran und der repariert das Scheißding für euch. I got something for you. What? Last year I went back to Texas, back home. Letztes Jahr in Texas, zu Hause. Ach, die kommen aus Texas, oder? Most of them. Zeig mal. Here. This little thing, it still looks pretty good. Na, krass. I'm good. You sure? I mean, I said I'm good. Er wird nicht so ganz damit fertig, oder? Well, hold on to it for Tommy, I need to talk to you. Privately. Yeah, okay. Die Typen auf dem Bau beim ersten Werner-Film. Come on. Den habe ich ewig nicht geguckt. Wo du sagst, kann ich das Bild jetzt heimlich mitnehmen? Ich habe jetzt nicht richtig aufgepasst, aber... Ich konnte nichts anderes drücken, oder? Ich konnte ihm wirklich nur das Bild auch wieder zurückgeben. Also ich hatte jetzt keine Möglichkeit zu wählen und zu sagen, ich behalte das Bild. Sieht doch eigentlich noch alles erstaunlich gut aus, ich meine. Keine einzige Scheibe hier eingeworfen, das ist ja auch schon mal eine Seltenheit. I don't know what you heard. You should see the town. We're over 20 families strong. Mehr als 20. Maria and her father, they set up this place with the idea of being self-sustained. We have crops and livestock. Remember how we thought no one could live like this anymore? What do you do for protection? Adults take turns guarding the perimeter. We even got an electrified fence when we plant it. Electrische Zäune. We still got to deal with infected, though, right? It doesn't. But it's the world we live in. Or maybe you don't have to be. You sound like Marlene. Marlene, eine von uns beiden. Muss jetzt gehen. Hallo, Hundi. That's Buckley. Hallo, ihr Dübschen, feiner. Fein. Bisschen unmotiviert, wie er auf dem Ball rumkaut. These two geniuses are gonna bring this plant back to life. Na, ob das solche, ob das so Genies sind. I didn't say that. I'll bet you $1,000,000. Ja. Sure.
Na gut, ich würde behaupten, ich bin Amateur, aber so große Wissenschaft kann so ein altes Wasserkraftwerk nicht sein, oder? Rauchbombe, Rauch hält 10 Sekunden länger, naja, den setze ich ja eh nie ein. So ein bisschen Strom haben sie doch. Oh, die Werkbank, geil. Here we go. Nice, nice, nice. 55 ist natürlich jetzt nicht so viel. Es kommt immer noch eine Waffe dazu. Das ist wahrscheinlich ein MG oder so. Würde ich jetzt mal vermuten. El Diablo. Die kann auch panzerbrechend werden. Genau wie die. Ich mach mal nichts. Ich heb mir das auf. Watch it. Ach, und wichtig, die amerikanische Flagge. Ah, das ist äußerst wichtig. Will nicht wissen, wie viele Leute da von dem Gerüst da oben runtergestürzt sind, nur um diese blöde Flagge da oben hinzuhängen. So ein Bullshit. Festschrauben wäre jetzt nur mal so eine Idee von Amateur, aber. God damn! We did it, boys! Gott, gleich wird das was mit dir. Nice work, boys! Somebody get on the horn and give Maria the good news. You see that? It's pretty impressive. Looks like you're out 2 million bucks. 2 Millionen. Alright, Joe. Aber wirklich keine schlechte Arbeit, Jungs. Jetzt, also sorry, ne? Irgendwas läuft doch hier verkehrt. Wir haben hier Bauhelme an, sogar Schweißermasken, schalten aber die Turbine hier ein, bevor sie richtig abgesichert ist. Also, ich glaube, ich muss mein Lob zurücknehmen. Arbeitsschutz könnte doch noch ein bisschen verbessert werden hier. Ach, hier liegt immer Haufen Zeug. Ziegelstein. Nee, das ist irgendwie jetzt nicht so ganz die cleverste Idee. Ah. Ich meine, wenn das Ding doch mal irgendwie durchdrehen sollte, dann fliegt denen das ganze Gerät um die Ohren. Und ich würde ja mal bestimmt nicht so ein Ding zuschweißen, während das Teil läuft mit, keine Ahnung, 5000 Umdrehungen pro Minute oder so. Nee, behalte ich lieber mein Ding mit Messer. Jetzt denen auch nichts. Geht. Vor allem, was machst du hier? Musst du hier die Oststellen an oder was? Schade, die Zeiger bewegen sich nicht. Leute, das Ding funktioniert gar nicht. Guckt euch mal die Zeiger an. Da passiert überhaupt nichts. It's quite the crew you got here. A good man. This place gives him a second chance. Gives us all a second chance. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? Gegen Schnupfen, sag mal. I've breathed enough spores to take down a dozen men. Nothing. Now, I wouldn't have believed it neither. But I can show you. All right. I'll bite. Why bring her here? Supposed to deliver to the Fireflies.
The way I figure, they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn pack. Tja, ich weiß jetzt nur nicht so richtig, wo wir überhaupt hin sollen. Aber das frage ich mich die ganze Zeit schon. I just want some simple gear enough to set me on my way. What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. We ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born-again friends to do it. They got families, too. Tommy, I need this. Ich weiß jetzt nicht, was er groß überlegt, oder? Eigentlich. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it. I bring you the cure from mankind, and you wanna play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. You still remember how to kill, right? Yeah. Das war ja klar, dass jetzt sowas passiert. So ein Koscher, das sieht sich nicht aus. Stop him! Don't let him into the building! Ah, fick mich, du Arschloch. Hä? Fuck, ein Schuss hält das scheiß Ding nur aus. Oder kann's schlucken, das ist ja zum Kotzen. Beide Pfeile. Schissen, ey. Nee. Ah. Fuck, keine Shotgun. Klar. Hallo. Ist er. Lass doch mal Muni liegen, ey, das ist doch zum Kotzen. Oh. Nice. Mach hier noch was. Oh. Oh, na klar, wie viel denn?
Gott verdammt. Bloß hier vorne geblieben, so eine Kacke. Ist der noch da hinten dran? Hä? Der deutet doch immer nur an, als würde er werfen, der Spacken. Yes! Das war geil. Flucht, ey. Keine Heilung. What the fuck? Was ist denn los mit euch? Ihr müsst doch den Spacken hier bemerken. Mann, 6 Schuss mit der Shotgun, jawoll. Das ist ja ein Traum. We gotta get to the girl. Right behind you. Unten noch was? Nee. Ey, ficken, ich will. Ah, gut. Mann, oh Mann. Geht's ab. Joe, do your thing. Hä? Hat auch gar nichts gerafft. Pillen 95. Ah, noch 5, dann kann ich Gesundheit verbessern. What the fuck? Wie konnten die denn eigentlich so leicht hier reinkommen? Ihr wollt mich doch verarschen. Habt ihr geschlafen oder was? Hä? Was geht mit dem ab? Shit, ist das die Kleine? Ich glaube, die Kleine macht die alle platt hier. Ist ja krass. Tommy? Maria? I'm all right. Ja, das war ja super. Die haben ja gar nichts gecheckt, die Vollidioten. Oh Mann. You okay? Yeah, I'm fine. Joel. Oh man, they were coming in from every direction, then Maria was like, we gotta run, and so we dove over these tables. And she was blasting with slow a down, shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Jetzt überlegt er sich's doch. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Does that have anything to do with me? Talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. Right.
and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. I'm fine. Ach, Maria, nerv nicht. Gibt es Pferden, gut ist. You. If anything, anything at all happens to him, it's on you. Natürlich, und irgendwas passiert. Auch wenn irgendjemand anderes dran schuld sein sollte, bist du trotzdem dran schuld. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. Nö, das mache ich mal schön selber. Maybe some real good will come of this. Ich trau dir nicht. Talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joe! What is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Which way? Come on. Oh, super. Go back inside. Da ist sie abgehauen, die kleine Spitzenklasse. There. Yeah. Schön. Richtiger Zeitpunkt für eine erste kleine Pause. Bis gleich.